Hallo und herzlich willkommen zu OMSI 2. Wir fahren immer noch im Städtedreieck. Tobi ist mit dabei und es geht weiter. Ich wollte das mal kurz halten, damit Tobi nicht gestört wird, weil er nimmt mich weiter noch auf. Das ist die gleiche Ja, Aufnahme. der hat mir nur nicht vertraut, dass ich ihm nicht dazwischen quatsche. Ja, auch. War aber nicht der Hauptgrund. Ich komme jetzt gerade zu Gabelungen. Du fährst aber weiterhin mit dem gleichen Bus. Sogar mit demselben. Ich hasse Leute, die das anmerken müssen, obwohl ich vorher nichts Falsches gesagt habe. Alles gut. Ja, ich fahre noch mit dem gleichen Bus. So, ich weiß noch nicht wo. Ah, da oben. Okay. Ich könnte jetzt mal hier gleich ein Thumbnail machen, so wo ich so in die Gabelung reinfahre. Das könntest du tun. Thumbnail war ein gutes Stichwort. So. Passte hier auch gerade ganz gut. So, wir fahren nach So. Griesbach. Die 31. Und damit das geht, machen wir den Motor an. Und ziehen schon mal zur Starthaltestelle vor. Das ist gut, ja. Ja, ich bin ja dazwischen dazu übergegangen. Ich mache immer mehrere Thumbnails. Und manchmal mache ich dann auch für mehrere Folgen. Wenn ich mehrere Folgen daraus mache, dann auch verschiedene Thumbnails da rein. Ja, muss ich gleich gucken, wenn ich noch nachher ein bisschen Lust und Zeit habe, setze ich mir den Bus nochmal zurück und Hallo. mache auch nochmal ein neues. Hi. Das ist ja nicht das Aufwendigste von der Welt. So, und du solltest natürlich nicht schon weiterschalten, das ist ja doof. Kommt hier der 66er? Auch in 7 Minuten. Coole Sache. Ja, das ist die neue Gabelung. Ich weiß gar nicht, ob man die bei mir schon gesehen hat. Ich glaube nicht. Hier jeweils die Haltestelle Außenstadt in beide Richtungen auf der Seite. Und da hinten vernünftiger Wendeplatz. Das Einzige, was man halt weiterhin nicht hat, ist einen vernünftigen Pausenplatz für die 27. Die steht weiterhin, na, hier so provisorisch am Straßenrand. Ja, gibt Ein Schlimmeres. bisschen besser als vorher, aber. Oh, war gerade grün. Naja. Ist das eben so? Aber auch noch nicht so optimal, sagen wir so. Naja, man hätte noch eine vernünftige Pausenbucht machen können, eine extra. Ist aber egal. So oft fahre ich die ja auch nicht. Ich schleiche mich jetzt einfach hier raus, wo die anderen grün haben, weil ich schon wieder, weil ich jetzt zwei Grünphasen verpasst habe. Läuft. Ich habe jetzt Abfahrt. Und inzwischen auch 2 Minuten Verspätung. Ich nehme auch auf, das finde ich gut. Das war mir klar, dass Ackermannstraße keine Ansicht hat, Ansicht hat, keine Ansage hat. Denn die heißt natürlich, die Haltestelle heißt natürlich Ackermannstraße als Sounddatei und im IBIS steht Ackermannstraße Parkplatz West eingetragen. Ist natürlich blöd gemacht. Aber was willst du machen? Als Entwickler die Dateien so benennen, dass das klappt. Ja, eine wirksame Maßnahme. Ich weiß nicht, inwiefern darüber nicht nachgedacht wurde. Meine, die Tatsache, dass ja scheinbar auch auf die Ansagen nicht so viel Wert gelegt wurde im Beta-Test, zeigt ja Nicht viel. so viel. Ja, null ist auch nicht so viel. Guten Tag. Ja. Das stimmt. Aber wir haben uns jetzt langsam genug über den Beta-Test aufgeregt und könnten stattdessen Ja. versuchen, es besser zu machen auf unserer Karte, die wir niemals zusammenbauen werden, weil du keine Maps brauchst. Siehst du? Sieht sehr komisch aus gerade, weil ich in den linken Außenspiegel auf den linken Außenspiegel so drauf gucke, weil die Ampel daneben ist.
Und im Spiegel sieht man im Hintergrund blauen Himmel. Überm Spiegel ist der Himmel aber lila, weil da gerade die Sonne aufgeht. Cool. Und da die Spiegelkante so dünn ist, sieht das sehr merkwürdig aus, als ob da ein Grafikfehler wäre. Zumindest für mich gerade. Was das war, weiß ich nicht. Ja, aus Gründen sind wir schon an der Salzmannstraße. Zumindest für Omsi. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich auch nicht bestätigen. Die Gründe oder das von der Salzmannstraße bist? Ich kann nicht bestätigen, dass ich schon an der Salzmannstraße bin. Ich bin gerade an der Ackermannstraße ab. Ja, ich habe doch Rücksicht genommen. Ich bin ja nicht voll in ihn reingefahren. So, seid ihr fertig? Gegenverkehr. Dann steigt gleich an den Siedlungsgärten wenigstens mal einer aus. Cool, da war noch ein Blinker an. Ich habe so das Gefühl, dass an der Salzmannstraße, dieser Abgrund an der Haltestelle, dass der tiefer geworden ist. Okay. Ich hätte jetzt fast erwartet, dass der weg ist. Nein, da war ja vorne der vordere Teil so provisorisch gefixt, ne? Ja. Und der hintere sieht irgendwie aus, als ob der noch tiefer geworden ist. Ich gucke mal in der Außenansicht, ob das nur so aussah oder. Sieht tatsächlich schlimmer aus. Uns ist kein Unfallort bekannt. Also vorher bin ich da, in der V2 bin ich da einfach immer durchgebrettert. Da hatte ich mir gerade aber ein bisschen Sorge vor, dass mir der Bus irgendwie aufsitzt. Bin deswegen, ne, Ja, dran vorbeigefahren. kann ich nachvollziehen. So. Die Sorge wird nicht unberechtigt gewesen sein. Ja. Oh, Zwillinge. Was sind das für Schilder? Bisschen übertrieben, ne? Vier Parkverbotsschilder auf einer Länge von vier Parkplätzen. Ja, vielleicht damit die Leute das auch mal lernen. Ja. Ja, bitte nicht wundern, dass ich hier mit 2 Minuten Verfrühung abfahre, aber ich kann da nicht 2 Minuten an den Siedlergärten stehen. So, das Krone-Event, das funktioniert. Oh, deswegen war die Performance gerade so gedrückt. Ich hatte noch einen Unfall. Gar nicht so mit. Ach, das war, glaube ich, immer noch der Der unten Nachläufer. vom Kollegienweg. Ja. Und zwar habe ich mir das Chrono-Event drüber kopiert, Baustelle, grüner Weg aufgehoben. Ach, die Chrono-Event-Funktion gab's oder gibt's? Naja, in der Beta-Version wurde das Ja, das mitgeliefert. ist natürlich sinnvoll, das dann nicht in die Map zu integrieren. Die scheint auch so zu funktionieren. Das Einzige, was ist halt die Umleitungsschilder, die wurden stehen gelassen. Ja, das könnte ja sogar in echt so sein. Das traue ich Ja. durchaus Bauvorhaben zu. Das ist sogar ein Chrono-Event, was halt immer aktiv ist, wenn du nach irgendeinem Tag 2016 fährst. Okay. In dem Bezug habe ich auch gerade gute Erfahrungen bei mir im Vorort hier. Da haben sie auch eine Straße gesperrt, haben da kurzzeitig eine Ampel hingestellt. Jetzt ist die Ampel wieder weg, aber da stehen noch die Ampelschilder. Jo. Das muss auch so. Ach, an der Maritastraße guckst du auch immer noch volle Front ins Nichts. Ja, das heißt nicht ganz. Man sieht in der Entfernung ein paar Bäume. Ja, aber das Krone-Event ist ganz gut. So. Das ist doch schön. Ich weiß nicht, warum man das nicht mitgeliefert, aber es gibt, glaube ich, da keinen Ordner, der Krone 1 heißt, ne? Ich sag einfach mal Im beknackt und Map-Ordner. lasse das so stehen. Ich habe mir den Map-Ordner tatsächlich in der Hinsicht noch nicht Was genau ist an. denn Das hier müsste ich denn gleich mal los? tun. Kann ich auch eben machen. Ich habe ja jetzt 2 Minuten Pause an der Oststadtgalerie. Oh, zu weit links, nicht in den Zaun fahren. Wie der fährt. Ah, ich hab doch noch einen drin. Ich dachte, die wären alle ausgestiegen. Entschuldigung. Hallo. Wäre ich auch nicht so rasant in die Kurve gegangen. Das tut mir sehr leid. So. Ja,
Maps. Ja, du kriegst auch gleich deine Karte. Jetzt halt mal kurz zu backen. Sehr schön. Steam Apps. Wo ist es denn? Maps. V3. Ne, gibt noch auch noch Chrono. Ja, Mit genau. SEV und SEV2. Ja. Eine Betriebsfahrt fährt da hinten vorbei. Ansonsten, vielleicht ist er irgendwie in den Unterordner Ausrück. gerutscht, aber das sieht auch nicht so aus. Nö. Naja, ich kann dir das mal rüber schicken. Ja, alles kein Mal Problem. zukommen lassen. Wie gesagt, das werde ich dann noch mal fragen, warum das nicht drin ist. Ja, gibt es noch einige kleine Ungereimtheiten. Vor allem, weil das Chrono-Event scheint zu funktionieren. Und das ist halt dann keine Baustelle mehr an der Stelle, was ganz angenehm ist. Das hat natürlich seinen Vorteil, ne? Ich werde also, wie gesagt, auch demnächst die anderen noch zeigen. Wo jeweils temporäre Straßensperrungen vorhanden sind. Die habe ich aber selbst auch noch nicht angeguckt, also. Von daher. 12:42 Uhr soll weitergehen. Haben wir noch eine, anderthalb Minuten. Eine Minute knapp. Ja, Motor ausmachen können. Naja, Hitch happens, ne? Man kennt das. Ich versuche jetzt das zweite Mal bei Rot an der Ampel die Flasche aufzudrehen. Das zweite Mal wird die Ampel grün. Ja, das Spiel will nicht, dass du etwas trinkst. Werde ich dann gleich die Haltestelle nutzen. Die Spreu zum Krackel. Habe ich gestern Nacht mit der Kanne Kaffee auch exakt genauso gehandhabt. Da, boah, ist da. Ach, nein, will ich gar nicht hingucken. Die 25. Gelenkbus. Hallo, Kollege. Bam, 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 bam. Jetzt könnte es im Prinzip gleich weitergehen, hoffe ich mal. Wenn denn Weiß ich hier nicht. bitte abfahren steht. Genau. Perfekt getimt. Dann geht es jetzt weiter. Nee, jetzt trinke ich erst. Sollst du auch. Ja, dein Fahrschein kommt. Ja, ist nicht schlimm. Ist nämlich nicht mein Portemonnaie. Ich muss nochmal in die Optionen gehen. Tut mir leid. Alles nicht so dramatisch. Ja doch, weil dann wird das Bild immer weiß. Ach so, ja, okay, das stimmt. Aber das ist auch nicht so tragisch, finde ich. Doch, das steht auch immer so hell in meinem Zimmer. Ach so, ja, okay, das ist problematisch. Bitte, 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 bitte. Immer wieder gerne. So, geht's jetzt hin. Versorgungsamt, okay. Bis jetzt geht das hier alles ja auch entspannt ohne Hilfspfeile. Wird sich das auf der 31 noch ändern? Ich weiß nicht, vielleicht in der Hofbergstraße unten, aber ich glaube, da weiß ich auch grob, wo ich lang muss. Von daher. Hey, fährst nicht zur Hofbergstraße. Stimmt. Dann entsteht auch kein Problem. Ja, da habe ich das. Fährst von Kreuzing einfach die 34 weiter. Ja, ich habe das mit der Straßenbahnversion von V2 von dir vermischt gerade.
So, liebe Kinder, das bitte auch nicht nachmachen, wenn ihr Auto fahrt. Ne? Wenn ihr den Überholvorgang oder nicht den gesamten Überholweg absehen könnt, dann überholt bitte in echt nicht.